Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Nachdem wir uns in den letzten paar Folgen darum gekümmert haben, wie können wir unsere Produktion von den Fläschchenbussen, schauen wir uns heute etwas anderes an. Wenn wir unsere Energieproduktion anschauen, da haben wir inzwischen vielleicht 50% von dem erreicht, was wir effektiv produzieren. Also da besteht nicht wirklich eine Notwendigkeit, mehr zu machen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es interessant, mal zu schauen, was denn dieser Deuterium-Reaktor kann. Und dafür müssen wir ein paar Sachen bauen. Den Reaktor selber, dann die Wärmeleitrohre. Und der Reaktor, der produziert Output 1500 Grad. Das heißt, da brauchen wir dann auch die Wärmeleitrohre. Und um möglichst effizient zu sein, denke ich, sollten wir Dampfturbinen nehmen, die eine möglichst hohe Höchsttemperatur haben. Höchsttemperatur. Das sollte doch Minimaltemperatur heißen. Gut, und ich denke vom Setup her versuchen wir es mit dem gleichen Aufbau wie hier unten. Also, wo haben wir hier unten noch irgendwo Lücken? Ja, da. Bauen wir da die Dampfmaschinen, da die und da die hier. Und dann können wir hier oben, da machen wir dann die Wärmeleitrohre und die Reaktoren. Gut, da scheint alles zu kommen. Ja. Sehr schön. Und dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir die Brennelemente haben. Das sind die hier und dafür brauchen wir Deuterium. Deuterium Wie stellen wir das her? Haben wir das nicht hier drin? Dann schauen wir hier. Herstellung aus schwerem Wasser in Elektrolysern. Und schweres Wasser, das ist das. Das machen wir aus Wasser und Schwefelwasserstoff. Und wir produzieren ein ganz klein wenig schweres Wasser und ganz viel Wasser in der molekularen Form. Und ich denke, hier drüben, da haben wir einen Bahnhof für Schwefelwasserstoff. Wie kommen wir sonst an Schwefelwasserstoff ran? Das Rezept haben wir nicht. Aus der Bleiverarbeitung. Nur aus der Bleiverarbeitung.
Dach. Okay, ich gehe da mal. Ja, und dann müssen wir uns überlegen, wo bauen wir das? Wo bauen wir das hin? Und hier hat sich gezeigt, es ist günstig, das in der Nähe von Wasser zu haben. Denn dann können wir recht einfach die Wasserversorgung machen. Warum nicht einfach hier auch wieder in dieser Gegend? Wir könnten... Wir könnten das Ganze hier oben aufbauen. Da haben wir noch einen Eckenplatz. Und dann könnten wir die Herstellung von schwerem Wasser unten bei unserem Chemie-Setup machen. Oder erstmal schauen. Hier hinten haben wir ja wahrscheinlich irgendwo Wasserstoff. Ja. Hier das so mache. Ja. Da kann ich einfach mit Schwefel und Wasserstoff das produzieren. Das heißt, das müssen wir nicht unbedingt hier unten machen, sondern das könnten wir auch oben machen an unserem Bus, denn auf unserem Bus haben wir ja Schwefel. Und dann werden wir mal hier hinten schauen. Wo könnten wir ein Plätzchen dafür finden? Ach. So viel Untergrundrohre, in die man reinfahren kann. Hier hinten ist ja unser gesamter Bus quasi zu Ende, denn wir brauchen nicht mehr. Und hier unten, da produzieren wir Wasser, das molekulare Wasser, aus normalem Wasser. Und weil wir als Nebenprodukt hier eine große Menge molekulares Wasser haben, macht es doch durchaus Sinn, hier das molekulare Wasser hier in diesen Kreislauf mit einzuspeisen, bevor wir quasi das Wasser aus Wasser aufspalten. Das heißt, die Deuteriumaufbereitung wäre dann wahrscheinlich irgendwo hier unten. Und dann könnten wir doch hier in diesem Gebiet die Produktion für Schwefelwasserstoff hinmachen. Ich schau mal, wie ich das hinbekomme. Der erste Schritt hier war gar nicht so kompliziert, weil die Chemiefabriken haben einen Gas-Input, einen Gas-Output plus den Schwefel. Und wenn wir jetzt hier noch den Wasserstoff verbinden, dann produzieren wir Schwefelwasserstoff. Und so wie es aussieht, haben wir zu wenig Schwefel für das, was wir hier produzieren. Aber vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viel. Und hier unten haben wir ein wenig
wenig Platz für unsere Produktion. Drum denke ich, machen wir das doch einfach auch da oben. Und hier, da brauchen wir noch Wasser. Wasser haben wir auch hier. Mal schauen, ob wir das da bis ganz nach rüberbringen. Wenn wir uns das hier anschauen, hier haben wir zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Das heißt, wir haben hier dann eigentlich solch ein Set. Brauchen. Wir das einfach mal hier hin. Das gehört nicht dazu. Das gehört nicht dazu. Und hier, das ist das richtige Rezept. Das gehört auch nicht dazu. So. Dann das wäre der Wasser-Output. Machen wir das doch mal so hin. Und dann hier oben. Machen wir eine Verbindung hier. Und eine Verbindung hier. So, das ist Wasser. Wasser kommt hier an. Das war Nummer 1. Hier ist Schwefelwasserstoff. Kommt hier an. Und dann hier haben wir den Ausgang von Wasser. Der ist hier. Machen wir daran hier noch ein Eckstück. Und dann pumpen wir das in dieses System. Das geht hier rein. Und das ist das hier. Und dann laufen wahrscheinlich die Dinger hier voll, bevor wir hier produzieren. Und das, was wir hier jetzt wahrscheinlich noch wollen, ist ein Tank hier oben mit schwerem Wasser. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Und dann müssen wir nur noch schauen, wie bekommen wir. Ja. Dann brauchen wir eine Maschine. Das hier. Und da brauchen wir Bleiplatten. Wir
brauchen Strom. Und wir brauchen einen Output. Output, Input, den limitieren wir so. Und Blei haben wir hier. Und sobald Blei hier unten angekommen ist, falscher Input, aus dem schweren Wasser müssen wir zuerst Deuterium produzieren. Das machen wir in Elektrolysern. Bitte, wo sind die? Hier. Ich denke, zwei dürften da reichen, denn ich gehe nicht davon aus, dass wir wirklich große Mengen an schwerem Wasser haben. Dann machen wir das so. Und hier den Sauerstoff, den brauchen wir nicht mehr. Den blasen wir in die Luft. Und wir produzieren Deuterium-Reaktoren. Gut, dann denke ich, müssen wir noch etwas warten, bis wir da die nötigen Bestandteile für unseren Reaktor haben. Ja, da haben wir 5 und wir brauchen ungefähr 100. Und hier haben wir bereits genügend. Da können wir diesen mal umdrehen, sodass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen. Hier brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, wir müssen hauptsächlich hier auf die Dampfturbinen warten, bis die produziert sind. Ich habe mir fast gedacht, dass ich was vergessen habe, und es ist in der Tat so. Die Wärmetauscher, die brauchen wir natürlich auch, um aus der Wärme aus den Rohren Dampf rauszubekommen. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir alles. Hier unten, ja, da haben wir auch 100 Dampfturbinen, so dass wir nun rüberlaufen können und unseren Fusionsreaktor platzieren können. Und was wir machen müssen, ich denke, ich kopiere einfach mal das Setup von hier unten. Was ist denn hier? Einmal kopieren. Und dann brauchen wir einen Update-Planer, denn wir wollen hier nicht einen Uranium-Reaktor, sondern einen Deuterium-Reaktor, und vielleicht wollen wir dann gleich auch die verschiedenen anderen Komponenten, die wir da mit drin haben, die Umspannwerke, die können wir auch. Das sollte es tun. Wenn wir jetzt das Ganze hier so platzieren und dann mit unserem Upgrade-Planer drüber gehen. Vielleicht muss es zuerst gebaut werden.
Ja, zumindest die, der Robopod wurde entsprechend abgedatet. Dampfturbinen 3. Ja, sieht gut aus. Hier haben wir natürlich jetzt die falschen Rezepte drin. Da brauchen wir die. In allen vier. Und die gebe ich einfach zurück ins Netzwerk. Da hinten fehlen uns noch ein paar Rohre. Aber ich glaube, das ist der Aufbau. Und nun heißt es warten, bis das Ganze anläuft und wir da genügend Wärme produzieren, so dass die Turbinen anlaufen. Was ich nicht geschaut habe, ist, wie ist der Verbrauch? Die verbrauchen 120 die Sekunde. Die haben denselben Verbrauch. Also das heißt, mit den vier Wasserpumpen sehen wir hier ausreichend versorgt. Und die Limite ist hier bei 60.000 Einheiten Dampf. Wenn wir die erreicht haben, werden wir keine neuen Brennelemente da mit reinlegen. Und hier brauchen wir eine Temperatur von mindestens 765. Das haben wir gleich. Und dann hier. Dann produzieren wir Dampf. Und die Zahl hier, die müsste steigen, denn je mehr Dampfturbinen da mit rangehen, umso mehr produzieren wir. Und ich denke, ja, mehr als ein Gigawatt, ich denke, das ist wirklich ausreichend für eine ganze Weile. Sehr gut, wieder ein Projekt abgehakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächstes Mal werden wir wahrscheinlich wieder schauen, was können wir machen, um noch schneller forschen zu können. Also bis dann und tschüss.